Am Wort ist jetzt von der SPÖ Selma Yildirim. Sehr geehrte Damen und Herren, werte Damen und Herren auf der Regierungsbank, Herr Bundeskanzler. Ich bin etwas erstaunt. Ich gehe davon aus, dass Sie tagtäglich auch die Zeitungen lesen. Und wenn ich heute die Bundesländerzeitung aus meinem Bundesland aufschlage und lese, 2/3 der Menschen in Österreich wird stark von der Teuerung, von der Inflation belastet. Und Sie beweihräuchern sich aufgrund Ihrer Maßnahmen, die Sie gesetzt haben, die so effektiv sein sollen. Dann frage ich mich, bin ich im falschen Film? Wo sind denn wir? Seit 2,5 Stunden sagen Sie, was Sie Tolles leisten. Und Tatsache ist, dass Sie den Takt, den die SPÖ, den Takt, den die Oppositionsparteien vorgeben, da einfach nachspringen, manchmal langsamer, manchmal in kleinen Schritten und dann zögerlich ankündigen, etwas umzusetzen. Und schaut man genauer hin, merkt man Ankündigung und wenig dahinter. 40 Milliarden Euro an direkten Förderungen oder um die Kaufkraft künstlich am Leben zu erhalten, damit brüsten Sie sich? Also ich frage mich wirklich, warum nicht strukturelle Maßnahmen, und zwar strukturelle Maßnahmen, Sie haben das erwähnt, aber die jenen, die es schwer haben in diesem Land, aber die Hauptlast dieser Republik tragen, die aber mit kleinen Einkommen, ob sie in der Pension sind oder im aktiven Erwerbsleben sind, mehr oder weniger klein gehalten, dort sollten diese strukturellen Maßnahmen ziehen und nicht, wie Sie es erwähnt haben, die kalte Progression, sehr gut, aber die ist sozial so ungerecht gestaltet, dass sie höhere Einkommen nominell stärker entlasten als kleinere Einkommen. Da ist es vielleicht prozentual, aber nominell betraglich ist es wirklich im Vergleich zu den exorbitanten Teuerungen im Energiebereich, im Bereich der Mieten, einfach kaum spürbar. Und deswegen haben Sie diese Direktförderungen. Aber das bringt in Wahrheit nichts, wenn 2/3 der Bevölkerung in diesem Land sagen, ich habe Sorge, voll zu heizen, normal zu heizen im nächsten Winter. Oder die Leute spüren, dass sie im Schnitt 500 Euro mehr im Supermarkt ausgeben im Vergleich zum Vorjahr oder zu den Vorjahren. Und wissen Sie, was mich am meisten ärgert? Wenn wir sagen, Mehrwertsteuer auf die Grundnahrungsmittel zumindest für ein paar Jahre aussetzen, dass Sie dann mit dem Gießkannenprinzip gegen die Opposition, gegen unsere Modelle wettern. Tatsächlich würde eine Herabsetzung auf die Grundmittelpreise Gießkannenprinzip, aber diese Form des Gießkannenprinzips würde die kleineren Einkommen stärker entlasten, weil ja die Mehrwertsteuer eine fixe Zahl ist und nicht progressiv ist. Der mehr verdient, zahlt ja nicht mehr Mehrwertsteuer. Also würde das wirklich die Geringverdienerinnen entlasten? Und das fordern wir ein. Und das müssen Sie sich eingestehen. Machen Sie nicht. Sie schaffen es nicht, für die vielen, für die Mehrheit in diesem Land Politik zu machen, sondern es profitieren leider immer noch Günstlinge, immer noch die Großspender, wenn man sich das anschaut. Und das nachhaltig. Und das geht nicht. Und zu den Banken. Natürlich, wir alle, die kleinen Sparerinnen und Sparer, haben die Banken gerettet bei jeder Krise mit unseren Steuergeldern. Und ich erwarte mir, wenn nach vielen, vielen Jahren die Leitzinsen angehoben werden, dass das die Pensionistin zu spüren bekommen muss, die hart auch aus ihrer Pension oder aus ihrem Erwerbsleben gespart hat. Diese Frauen und Männer müssen stärker Zinserträge haben. Nicht so, wie es tatsächlich ist, dass die Banken zwar die Überziehungszinsen oder die Kreditzinsen ganz automatisch angehoben haben, aber alle haben es vergessen auf die Sparerinnen und Sparer. Und ich erwarte mir ein Zinsregulierungsgesetz. Und zwar kann man auch das sozial wirklich auch gestalten, indem man sagt, auf die kleinen Sparbeträge, ob das jetzt 20.000 sind oder 30.000 sind, stärkere und höhere Zinsen, wie es auch andere Länder machen können. Und das, so geht Sozialpolitik. Und so geht Politik für die Mehrheit und nicht für die Minderheit der Privilegierten. Das erwarten wir uns. Von einer Reduktion der Mehrwertsteuer würden also vor allem Geringverdienende profitieren, sagt hier Selma Yildirim von der SPÖ. Sie fordert auch höhere Zinsen für Sparkonten.